Die Fohlenelf hat am Dienstag die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Samstag beim FC Schalke 04 aufgenommen. Die über viele Monate angespannte Personallage bei Borussia hat sich zum Saisonfinale merklich entspannt. Trotzdem muss das Trainerteam um Chefcoach Dieter Hecking weiter auf 5 Spieler verzichten. Patrick Herrmann, Raul Bobadilla, Fabian Johnson, Mamadou Doucouré und Julio Villalba können noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Am Donnerstagnachmittag wird auch noch trainiert. Die Abschlusseinheit vor dem Bundesligaspiel auf Schalke steigt dann am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Christoph Kramer hat am vergangenen Freitag für das kurioseste Tor des Spieltags gesorgt, indem er schneller reagierte als alle anderen. Ja, muss man ja auch schon als Stärker dann auslegen, weil das war ja lange Zeit kein direktes Freistoßtor mehr. Nein, also man muss alles immer mal probieren und manchmal klappt es, manchmal nicht. Manchmal noch ein bisschen Glück wie in der Szene. Kommt natürlich viel zusammen und dann hat es mich natürlich gefreut, dass es geklappt hat. Kramer hat jetzt 3 Saisontore geschossen. Mit einem weiteren Treffer würde er seinen persönlichen Saisonrekord brechen. Gegen Schalke hat er ja auch schon in dieser Saison gezeigt, wie es geht. Wichtiger als selbst Tore zu erzielen, ist ihm aber natürlich der Erfolg des Vereins, für den alle gemeinsam arbeiten. So wie am Freitag gegen Wolfsburg. Ich finde einfach, dass wir am langen Ende, habe ich nach dem Spiel schon gesagt, dass wir irgendwo alle Borussia Mönchengladbach sind, wir alle die gleichen Ziele verfolgen, so erfolgreich wie möglich zu sein, dass wir das alle gemeinsam gezeigt haben und das ist für mich zu viel, die und die und die gab in den letzten Wochen. Wir sind ein Verein, wir wollen alle das Gleiche und was wir für eine Wucht entwickeln können, zusammen, alle gemeinsam. Haben wir, denke ich, am Freitagabend unter Beweis gestellt. Klar, dass Christoph hofft, dass es am Samstag auf Schalke genauso weitergeht. Ist ein wichtiges Spiel für uns, ich habe es jetzt mehrfach betont, wir sollten von Spiel zu Spiel gucken, dass wir uns so vorbereiten wie auf das Wolfsburg-Spiel und alles raushauen, noch 3-mal und einfach für einen guten und vernünftigen Abschluss sorgen und das wollen wir natürlich auch auf Schalke machen. Ich denke, alle, die schon mal auf Schalke gespielt haben, auf Schalke ist richtig geil, Westduell, gibt nicht viel was Besseres. Das Fohlen-Echo-Magazin erstrahlt im neuen Look. Vereinsmitglieder erhalten die neue Ausgabe in diesen Tagen. Sie erfahren darin unter anderem alles über Borussias Rekordsieg vor 40 Jahren. Am 29. April 1978 gewannen die Fohlen 12:0 gegen Borussia Dortmund. Es ist bis heute der höchste Sieg der Bundesliga-Geschichte. Außerdem gibt es im Magazin viele weitere Stories rund um unsere Borussia. Ihr wollt das Fohlen-Echo auch im Briefkasten? Dann werdet Mitglied. Alle Infos gibt es im Internet unter www.borussia.de. Im Hinspiel gab es ein 1:1 Unentschieden und diesen sehenswerten Treffer von Mike Feigenspahn. Heute Abend trifft Borussias U23 wieder auf den Spitzenreiter der Regionalliga West, den KFC Uerdingen. Das Spiel wird um 19 Uhr im Grenzlandstadion angepfiffen. Auch unsere U19 spielt heute um 19 Uhr bei RW Oberhausen. Unsere U17 tritt am Samstag um 11 Uhr auf dem Fohlenplatz gegen die SG Unterrad an. Ebenfalls am Samstag ist auch die U23 wieder dran. Sie spielt um 14 Uhr beim SC Verl. Die Frauen spielen in der 2. Bundesliga Nord am Sonntag um 11 Uhr gegen Turbine Potsdam 2 und für die U19 geht es am Sonntag um 13 Uhr bei Bayer Leverkusen weiter.